In diesem Video schauen wir uns mal an, wie die größten Superinvestoren der Welt, Hedgefondsmanager, aber auch Privatinvestoren, welche ihr Vermögen gemacht haben durch eine Gründung eines Unternehmens und dann vielleicht das Geld in eine Stiftung übertragen haben. Einfach wirklich Leute, die im Geld schwimmen, die wissen, wie man Geld anlegt, die das hauptberuflich machen, wie gehen die vor, wie haben die das Geld investiert. Wir schauen uns vor allem aber auch an, was haben für Transaktionen stattgefunden. Ganz wichtig zu sagen, man soll jetzt nicht aufgrund solcher Informationen einfach blind Käufe tätigen, sondern man muss selbst in der Lage sein, zu entscheiden, was man da kauft, weil wir wissen ja nicht, was die Hintergrundstrategien dieser Investoren sind. Gewisse Hedgefonds-Investoren kaufen sich eine Aktie, verkaufen die ein paar Wochen, Monate später bereits wieder. Andere halten dann Aktien über Jahre und Jahrzehnte. Deshalb, die Strategie wissen wir natürlich nicht. Das wird uns auch kein Hedgefondsmanager verraten, macht er natürlich nicht. Deshalb aufpassen. Aber wir können das Ganze gut als Inspiration nehmen, um zu schauen, hey, was sind das für Aktien? Ist das auch was für uns, fürs Langfristportfolio? Oder eher etwas fürs kurzfristige Swing Trading? Wenn dich das interessiert, wenn du hier mehr Einblick haben willst, dann bleib unbedingt dran und schau dir dieses Video bis zum Schluss an. Lass mir bitte ein Like da, wenn dir das gefällt. Schreib mir was in die Kommentare rein. Deine Gedanken zu diesem Video würde mich brennend interessieren. Und jetzt geht's gleich weiter. Mein Name ist Matthias Christen und ich helfe Menschen dabei, langfristig erfolgreich an der Börse zu investieren mit einem klaren System, mit klaren Prozessen. Also wir gehen gleich rein und schauen uns den ersten Superinvestor an. Der Name ist Programm. Es geht um niemand anderen als um den großen, großen Warren Buffett. Also Warren Buffett mit Berkshire Hathaway hat ein Portfolio von etwa 280 Milliarden US-Dollar. Und das Portfolio setzt sich aus verschiedenen Unternehmen zusammen. Die größte Position ganz klar Apple. Aber da kann man schon mal sagen, ganz, ganz ein wichtiges Ereignis, das im Q2 2024 stattgefunden hat. Er hat seine Position um beinahe die Hälfte reduziert. Also das ist schon heftig. Immer noch 30% die größte Position in seinem Portfolio Apple. Zuvor war das aber deutlich mehr. Und eben, er hat sich jetzt tatsächlich von 400.000 Apple-Aktien getrennt, die einen Wert von fast 84 Milliarden US-Dollar haben. Also wirklich extrem. Ja, und was haben wir sonst noch im Portfolio? Bank of America, American Express, Coca-Cola, Chevron, Occidental Petroleum, Kraft Heinz, Moody's, Chubb Limited. Freut mich besonders, weil es ist ein Schweizer Unternehmen, zumindest ursprünglich ein Schweizer Unternehmen, wo er jetzt neue Positionen aufgebaut hat. Aber wir sehen schon, von der Gewichtung her sind vor allem hier diese oberen Unternehmen Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola, Chevron sehr, sehr dominierend. Also, jetzt gehen wir aber in die Transaktionen rein, Q2 2024. Ich bespreche jetzt bewusst nur die Transaktionen, die wirklich ins Gewicht fallen. Weil da finden natürlich sehr viel statt, sehr viele kleine Transaktionen, die aber wirklich gar nicht spürbar sind. Deshalb schauen wir uns die großen Dinge an. Apple hier eben im Q2 ist dann eine Veränderung im Portfolio von 29% gewesen. Also wirklich ein großer Impact auf das Portfolio von Warren Buffett. Vielleicht noch einfach Aktien, die er komplett rausgeschmissen hat, die zwar von der Gewichtung nicht groß sind, aber vielleicht doch erwähnenswert. Snowflake hat er sich komplett getrennt von seiner Position und Paramount Global hat er sich auch komplett getrennt von seinen Positionen, aber das ist eben vom Gewicht her relativ klein. Im Q1, auch da gab es bereits eine Reduktion von Apple-Aktien. Auch schon im beachtlichen Bereich, wo dann doch ein Impact aufs Portfolio von 6% hatte. Ansonsten hier noch HP hat sich komplett davon getrennt, ist aber auch nur eine kleine Position. Also im Prinzip große Zukäufe, die jetzt das Portfolio massiv verändern, gab es nicht. Er sitzt auf einem riesengroßen Cash-Bestand. Wir sind sehr gespannt, was hier sein nächster Move sein wird. Aber es ist schon mal ganz interessant zu sehen, dass hier die Apple-Position stark reduziert wurde, ist übrigens auch ein Punkt, der immer mal wieder ein bisschen kritisiert wurde, wo man gesagt hat, hey, Apple, ja, schön und gut, der hat hier sehr viel Geld verdient mit Apple, aber ist das nicht ein zu großes Klumpenrisiko? Da hat er jetzt offenbar selber reagiert und hier drastische Schritte vollzogen, um das zu ändern. Also, interessant, hier neue Zukäufe, gibt es noch nicht so viel zu vermelden, aber trotzdem interessant. Gehen wir zum nächsten. Bill & Melinda Gates Foundation Trust. Also das ist der Fonds, also eigentlich die Stiftung von Bill Gates und Melinda Gates. Bill Gates kennt jeder von euch, der Gründer von Microsoft, immer noch sehr stark investiert in Microsoft. Sehen wir auch hier im Portfolio dieser Foundation,
macht Microsoft 32% aus. Als nächstes kommt Berkshire Hathaway, ganz spannend. Also die Investmentgesellschaft von Warren Buffett, die wir zuvor angeschaut haben, ist die zweitgrößte Position im Portfolio von Bill und Melinda Gates Foundation. Danach kommt Waste Management, Canadian National Railway, Caterpillar, Deer & Co. Und die anderen Positionen dann eher etwas vernachlässigbar. Das sind so die fünf größten Positionen. Hier gab es aber spannende Veränderungen. Und zwar im Q2 gab es eine drastische Aufstockung der Position von Berkshire Hathaway. Also er hat hier massiv zugekauft. Gab dann eine Portfolioveränderung von 6%. Also wirklich ein großer Impact, wo er einfach hier Aktien zugekauft hat. Microsoft-Aktien wurden reduziert hingegen. Hat wahrscheinlich einfach die Gründe, dass man Kapital gebraucht hat. Die Position ist eh schon sehr, sehr groß und hat dann das Geld verwendet, um hier umzuschichten in Berkshire Hathaway. Caravana, da hat er sich komplett davon getrennt, ist aber nur eine Mini-Position, also nichts großartig bemerkenswert. Vielleicht noch spannend, wie wir hier sehen, im Q1 hat er noch Berkshire Hathaway Aktien verkauft und kauft, hat es dann im Q2 die wieder zurückgekauft. Also noch spannender Move, das wäre jetzt noch interessant hier in die Blicke des Fondsmanagements, in die Köpfe des Fondsmanagements reinzuhören, was sich hier verändert hat. Offenbar hier eine strategische Änderung. Vielleicht hat das mit der Apple-Position zu tun oder was auch immer. Aber sicher mal interessant, grundsätzlich massiv aufgestockt, die Berkshire Hathaway. Also, die nächste Person kennen viele nicht, das ist Chase Coleman. Er ist der Gründer und der Hedgefondsmanager von Tiger Global Management, einem großen Hedgefonds, Portfoliowert ca. 22 Milliarden US-Dollar. Grundsätzlich, dass die Fondsgesellschaft verwaltet deutlich mehr Kapital, aber das ist hier dieser Fonds, der in Aktien investiert. Es gibt noch weitere Fonds, die in Private Equity etc. investieren, aber wir haben jetzt bewusst mal hier nur diesen rausgesucht. Größte Position, Meta, also Facebook ursprünglich, dann auch Microsoft, Alphabet, Apollo Global Management, Amazon, Nvidia, United Health, das sind so die größten Positionen hier im Portfolio. Und wie sieht es transaktionsmäßig aus? Größere Veränderung gab es hier bei United Health Group, also er hat zugegriffen bei United Health Group, und zwar massiv, also gab dann doch, das sind 2,3 Millionen Aktien, die er gekauft hat. Also eine Veränderung im Portfolio von 5,5%, das ist beachtlich. Auch Qualcomm hat er zugegriffen, auch eine Veränderung von 1,7% im Portfolio. In Q1, ebenfalls eine sehr wichtige Veränderung im Portfolio ist, dass er Alphabet aufgestockt hat, hat dann auch 5% im Portfolio ausgemacht. 6,2 Millionen Alphabet-Aktien hinzugekommen. Also deshalb hier auch jetzt die drittgrößte Position in seinem Portfolio. Das ist sicher ganz eine spannende Information. Also gehen wir zum nächsten Hedgefondsmanager, Bill Ackman von Pershing Square Capital Management. Das Portfolio ca. 10 Milliarden US-Dollar. Behafte mich nicht darauf. Es gibt verschiedene Quellen. Aber das Portfolio, das ich jetzt hier sehe, mit diesen quasi sein bekanntestes Portfolio, wo wirklich Aktien drin sind, die man auch an der Börse erwerben kann, ist jetzt hier dieses Portfolio. Die größte Position Hilton Worldwide Holdings, also eine Hotelkette, die macht fast 19% in seinem Portfolio aus, massiv groß. Zweitgrößte Position Chipotle Mexican Grill, habe ich auch schon häufig auf diesem Kanal besprochen. Die dritte größte Position Restaurant Brands International, da ist unter anderem Burger King mit drin. Dann Alphabet, aber Alphabet wäre wahrscheinlich, ja, ist von der Position sogar eigentlich die größte Position, weil er hat hier zwei Aktien drin, die eine Aktie mit Stimmrechten, die andere ohne Stimmrechte. Also wenn man das zusammenfasst, wäre eigentlich auch hier Alphabet seine größte Position. Ganz spannend, haben wir jetzt schon bei mehreren Investoren gesehen, würden wir, wenn wir uns 20, 30 der größten Investoren anschauen, würden wir sowieso sehen, Microsoft, Alphabet, Amazon, sehr, sehr stark gewichtet bei diesen großen Hedgefonds. Das ist sicher mal ganz interessant. Jetzt wird es aber spannend, wenn wir die Veränderungen anschauen. Da ist einiges gegangen. Und zwar hat er im Q2 Brookfield Corporation hinzugekauft. Und zwar relativ viel. Hat eine Veränderung von 2,7% sein Portfolio bewirkt. Und Nike. Er hat Nike gekauft kürzlich, also im Q2 2024. Und das macht jetzt 2,2% des Portfolios aus. Ich meine zu wissen, dass er der durchschnittliche Einstiegskurs etwa bei 75 Dollar lag bei Nike. Also er hat, wenn wir davon ausgehen, dass jetzt bereits eine Bodenbildung ist, die stattfindet, hat er die relativ gut erwischt. Kann aber natürlich sein, dass es nochmal weitere Rücksätze gibt. Aber das ist sicher mal interessant, weil die Nike-Aktie natürlich relativ stark unter Druck gekommen die letzten Monate. Und kann man sich vielleicht mal anschauen. Keine Anlageberatung, keine Kaufempfehlung. Ich habe auch eine Analyse auf meinem YouTube-Kanal zu Nike. Ja, eben,
wenn die so stark zurückgekommen ist, muss man jetzt einfach sehen, wie entwickelt sich das weiter. Aber offenbar ist hier Bill Ackman relativ zuversichtlich. Aber eben nochmal gesagt, wir wissen nicht, was hier seine Ambitionen sind. Vielleicht hält er die Aktie nur ein, zwei Quartale und verkauft die dann wieder. Vielleicht will er hier langfristig dabei sein. Das wissen wir nicht. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Ansonsten, was ist jetzt noch erwähnenswert, auch hier eben Alphabet massiv aufgestockt. Ja, also schlussendlich dann 3%, fast 4% Wechsel im Portfolio. Das ist nochmal deutlich größer gewichtet als jetzt die Nike-Transaktion. Und, Entschuldigung, muss ich aber dazu sagen, das ist eine Reduktion. Genau, ganz, ganz wichtig, das ist natürlich entscheidend. Also er hat Alphabet-Aktien verkauft tatsächlich im Umfang von fast 4% von seinem Portfolio. Ist immer noch relativ hoch gewichtet, also ist vielleicht einfach ein Feintuning innerhalb des Portfolios. Hat ihn nicht komplett abgestoßen, aber deutlich reduziert. Und zwar fast 20% seiner Alphabet-Aktien, die er verkauft hat. Aber noch wichtiger ist hier die Chipotle Mexican Grill Position. Da hat er 22% seiner Aktien verkauft. Hat ja auch einen deutlichen Impact auf das Portfolio gegeben. Und in Q1 hat er bereits auch Chipotle Mexican Grill Aktien verkauft. Und seine Position damals schon um 10% reduziert. Also die Chipotle Mexican Grill Position wurde jetzt über die letzte Zeit drastisch zurückgefahren. Er hat hier sehr viel Geld verdient und nimmt das jetzt offenbar, verwendet jetzt das Kapital, um sich neu aufzustellen. Größere Transaktionen suchen wir jetzt hier auch noch. Also es gab hier zwei, aber vom Kapital her hätte er natürlich noch mehr Möglichkeiten. Da sind wir gespannt, was als nächstes kommt. Wenn ihr ein Update wünscht, wenn ihr mal sagt, hey, ich will vielleicht einmal im Quartal mal sehen, was hier diese großen Investoren mit ihrem Kapital machen. Schreibt mir das in die Kommentare rein, dann werde ich hier mal so ein kurzes Update machen. Ansonsten die Lowe's-Aktie hat er komplett abgestoßen im Q1 2024. Das ist ja der Konkurrent zu Home Depot. Genau, das ist noch spannend zu sehen. Also, im Prinzip waren das hier diesen Einblick hier, mal ein kleiner Einblick in die Portfolios der Superinvestoren. Wir sehen, es gab einige Zukäufe, aber auch sehr viele Verkäufe, sehr viele Umschichtungen. Sehr spannend, sich das mal anzuschauen. Wenn ihr hier eben, wie gesagt, noch weitere solche Videos sehen wollt, schreibt mir das in die Kommentare, würde mich brennend interessieren. Ich kann dann gerne auch mal vertieft auf einzelne Investoren eingehen und die Aktien, die sie kaufen, mal noch ganz schnell analysieren, was ich jetzt davon halte. Das ist sicher auch ganz interessant. Abschließend will ich einfach sagen, passt bitte nochmal auf. Kauf nicht aufgrund solcher Informationen. Also ich habe mich komplett entkoppelt. Ich kaufe niemals Aktien aufgrund von irgendwelchen Videos, die ich sehe oder aufgrund von irgendwelchen Berichten, die ich sehe, sondern ich analysiere meine Aktien alle selbst. Ich mache mir mein Bild selbst und nutze solche Informationen einfach als Inspiration. Schau mir mal hier gelegentlich mal an, was sind hier große Hedgefondsmanager, die einen guten Track Record haben, also die den Markt auch geschlagen haben über Jahre und Jahrzehnte, und schau mir mal an, wo die Zukäufe tätigen. Bei den Verkäufen bin ich da gar nicht mal so, dass ich dann sage, ja okay, muss ich mich jetzt auch trennen von den Aktien, sofern das für mich noch stimmt. Aber neue Transaktionen kann ich auch gerne für mich mal selbst anschauen. Hey, kann ich die Aktien analysieren für mich? Passt das auch in mein Portfolio? Dann wäre das eine spannende Inspiration. Aber eben, ich muss das selbst analysieren können. Und wenn du das für dich lernen willst, dann nimm einfach Kontakt mit mir auf unter www.matthiaschristen.com. Melde dich für ein kostenloses, unverbindliches Beratungsgespräch. Dann zeige ich dir mal auf, wie ich das mache, wie ich vorgehe bei der Analyse, wie ich hier relativ schnell mir einen Blick verschaffe über Aktien, ob die spannend sind, ob die ein gutes Renditepotenzial haben oder nicht. Aber ich zeige dir auch auf, wie mein Risikomanagement funktioniert. Also wie ich dann hier auch Ausstiege finde, wie ich entscheide, wann ich eine Aktie verkaufe. Und wenn dich das interessiert, nimm dieses Angebot wahr. Ich würde mich sehr freuen. Ich danke dir für die Aufmerksamkeit und bis sehr, sehr bald. Ich würde mich freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest. Dann verpasst du keine spannenden Einblicke mehr und kannst lernen von meiner mehr als 15-jährigen Erfahrung an der Börse. Also, alles Gute, dein Matthias Christen.